Hallo, grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport 52 Schönbau hier auf meinem Kanal. Ich bin Rostef von Blei, möchte euch ganz herzlich begrüßen hier auf meiner Zürcher Karte zu meinem Zürcher Projekt. So, kommen wir zum letzten und vierten Teil von unserem grossen Bauabschnitt hier am Hauptbahnhof. Und ich hoffe, die letzten drei Teile hat euch gefallen, so wie. Es war einfach auch ein kleines Bastelfolgen. Viele Sachen sind aus der Zeit rausgefallen, aber ich würde jetzt mit euch allen in dieser Folge hier alles anschauen. Und ja. Ein paar Sachen werde ich dir einfach noch erklären. Und ja. Ich habe einfach hier noch etwa, glaube ich, 1 oder 2 Linien mehr drauf gegeben. Am Hauptbahnhof. Dass du da ein bisschen mehr Verkehr hast. Weil jetzt tun wir zuerst ein bisschen alles anschauen. Dann erklären und machen. Und dann gibt es noch ein bisschen bewegte Bilder, unkommentiert von mir. Einfach ein bisschen mit Musik hinterlegt. Zum Abschluss von der Folge und dann werden wir in der nächsten Folgen Mehrzahl weiterbauen und zwar Richtung Wipkingen, Elkon, Flughafen mal, dass wir dort auch in die Richtung kommen und in die Richtung fahren und ja. Kommt gerade der nächste Zug eingefahren. Aerocity. Das ist eine Linie, die ich hinzugefügt habe. Und zwar ist das der Aerocity nach Stuttgart. Oder Zürich-Stuttgart. Fahrt auf dem. Das können wir ausrechnen. Das ist Reis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und Reis 13. 14, 15, 16, 17, 18. Das Bahn fährt wieder raus. Ja, mit Zukunft, also mit Zeit und Zeit wird ich dort auch bei den Fahrplänen, wenn sie dann fertig sind, Wartezeit einstellen. Jetzt habt ihr auch die Intercity, warten schon ein bisschen drinnen. Finde ich gut. Also, jeder Zug wartet fischen. Unterschiedlich hier, 3 Minuten, andere warten 10 Minuten, andere warten 5 Minuten, etc. Und ja. Also, dann denke ich, schauen wir es mal an. Hier habe ich im Gleisvorfeld habe ich gemerkt, dass noch ein paar Sachen Gleisstränge gefällt haben. Und zwar, das hier hat gefällt. Das Gleis, also die Weichenstrang. Aber gesagt, das würde etwa von hier gehen bis da vorne. Die Weichen, das Gleisstrang. Aber ich musste es hier so bauen. Weil hier die Unterführung von der Langstrasse ist. Aber das ist die Langstrasse hier. Und ja. Dann habe ich die Donauweichen eingesetzt, die habe ich vergessen gehabt. Und irgendwo habe ich noch mal etwas vergessen. Ich glaube, der Weichenstrang hier habe ich noch vergessen einzubauen. Habe ich auch noch rein machen können. Ja. Jetzt fährt gerade der Girona aus. Der fährt ab bis Tessin Richtung Milano. Fahrt er, glaube ich. Schauen wir mal ein bisschen zu. Dann fährt er wieder die Untergrundbahnhof Löwenstrasse. Ja. Und dann schon die nächste S-Bahn eingefahren, tipptopp. So muss es sein.
etwa so haben wir es vorgestellt. Der Hauptbahnhof, dass da einfahrende Züge kommen, ausfahrende Züge und so. Ja. Also, schauen wir ihn weiter an, den Hauptbahnhof. Also hier, der Hauptbahnhof, jetzt fährt gerade die Intercity aus. Also der Hauptbahnhof steht ja schon lange, ist schon in der ersten Folge. Und noch andere gesehen haben wir ja hier ein bisschen weiter gebaut. Und das andere habe ich ja schon gebaut. Und dann habt ihr ja gesehen, darauf habe ich einfach mal in die Überdachung genommen. Ich weiss noch nicht, ob ich hier noch umbaue, ob ich selber baue oder nicht noch eine bessere Überdachung gibt. Da habe ich hier vorne ja Beschriftung gemacht. Einfach für Personen Assets haben hier einfach mal ein paar. Ich kann ja den ganzen Bahnhof voll kleistern sozusagen. Ja. Und einer hat ja geschrieben im Kommentar, dass hier vom Bahnhof her Nummerierung, also Gleisnummern nicht stimmen. Das ist, denke ich, korrekt vom Spiel. Und da habe ich hier mit der super SBB-Infrastruktur vom Halligal mal angefangen, Gleissektoren und Gleisbeschriftung. Das ist das Gleis 3, das ist Gleis 4, 5, 6 etc. Leider geht es in Anfang bis Gleis 8. Ich frage mich mal, ob da hier noch ein Update oder etwas geplant. Ja, und schauen wir nochmal weiter. Dann habt ihr ja hier den Abschnitt ein bisschen gesehen. Aber hier ist sozusagen, wie gesagt, die Strasse hier, die wird noch viel weiter gehen. Ich glaube, bis hier vorne. Oder? Hier vorne. Wird etwa der Platz. Aber da musste ich einfach einen Kompromiss finden in diesem Gewerbegebiet. Das, weil ich einfach zu wenig Platz hatte, ist ich einfach etwas enger geworden. Und, ja. Das ist die Bushaltestelle Kanonengasse. Das ist ja die Zielpost hier. Die hatte ich auch noch umgebaut. Die eigene Bau. Und zwar habe ich die einfach umgebaut, weil hier die modulare Tramstation das Tram so verknicken, das gefällt mir gar nicht. Ja, und dann habe ich einfach hier ein paar Bürogebäude hingestellt. Hat gerade die Interregui. Und hier, das ist das Zürcher Stellwerk, das habe ich noch vom Vorgänger selbst konventiert. Die Veloseite fällt wieder raus. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu lang ist. Auf der Interrego nehmen wir, glaube ich, bei Wagen weg. Und beim Veloseite müssen wir noch schauen, wie lange die Alben sind. Eben die Linienführung kann ich am Anfang zeigen, hier am Hauptbahnhof. Wenn wir die Linie einschalten. Ja, oh. Aha, muss ich es so machen. Ja, wenn wir das Bild gerade haben, seht ihr, das Vorfeld ist übersät von Wegpunkt, dass ich einfach hier habe ich Weichenlaternen genommen als Wegpunkt. Das war das ein Grund, dass ich hier, seht ihr, jeder Linie kann das steuern, muss ich auch durchfahren.
Und vielleicht auch schon gesagt. Kann ich auch nicht. Also, wie gesagt, heute kommt gerade der Girona wieder. Also, die gelben Linien, die sind, das sind die Intercities. Die blauen, die blaue hier, das ist die Eurocity. Die roten Linien, wie gesagt, hat bei mir jede Linie eine bestimmte Farbe, also Kennzeichen. Die grünen sind die S-Bahnen. Hier die gelben, orangen, das sind die Intercity-Linien. Die blauen sind so ausländische, also europäische Eurocities oder Weltjet. Wahrscheinlich kommt noch ein ICE, der dann nach Basel-Freiburg fährt. Und eben die roten sind auch aus Interregios-Linien, wären da das. Ja. Da fällt eben der Intercity aus von der Höhenstrasse unten. Am Hahnhof. Ja. Man hat ja gesehen, dass es ziemlich Vollmoarbeit war hier. Ich habe einfach alles an das Gleis hier gesnappt. Dass es so richtig schön richtig Abstand ist. Und hier hat es ja eine kleine Grube. Habe ich auch eingebaut. Aber ich denke, so weit ist das Bahnhofvorfeld so fertig. Einfach die Signale fehlen noch. Und hier fahren noch Geländer. Muss ich auch noch bauen. Und dann schauen wir hier hin weiter an. Das ist das Ziel. Und wie ihr gesehen habt, in den Zeitraffern sind jede Menge Velo. Ständer am Bahnhof rum. Hier das ist eigentlich alles voll mit Velos. Würde ich wahrscheinlich hier noch weiterfüllen. Hier habe ich einfach ein paar Personen jetzt noch hergestellt. Das ist links unter 4 zum Bahnhof und Löwenstrasse. Hier wäre gerade wie so eine Reisegruppe. Einfach schön ausdekoriert habe ich Taxistand wieder. Hier der Bahnhofsplatz. Hier verkehrt noch von der Linie es muss die Linie 7, nein 3 ist, wo hier fängt verkehrt. Die Buslinie. Die Weissbuslinie hier wäre so ein Trolleybus. Aber jetzt habe ich mal einfach den installiert. Also den Bus habe ich noch selbst konventiert vom Vorgänger. Ja. Ja, und hier, glaube ich, das hier hat auch eine gemeint, die Kommentarbox. Dass es hier vom Berliner Hauptbahnhof so Läden gibt, wo ich ja Hausfassade kann snappen, also bauen. Das werde ich dann mal anschauen. Und wenn es mir gefällt, dann werde ich das sicher bauen. Dann fahrt jetzt hier in die Löwenstrasse Richtung Löwenplatz rum. Ja, richtig schön. Ja, alles funktioniert. Ja. Gehen wir doch weiter hier, Taxistand wieder, Taxiparkplatz. Hier wäre eigentlich keine Ritterstatue, also hier ist schon eine andere Statue, einfach so eine stehende Statue, aber keine andere gefunden, die habe ich auch vom Vorgänger konventiert. Ich denke, die passt noch gut dahin. Und hier. Das haben wir nicht gesehen, die Zeit getroffen. Die Bushaltestelle hier. Also, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das habe ich richtig gut hergebracht. Aber ich sehe, der Bus wartet doch ein bisschen rechts hinten anstatt vorne. Ja.
Umbauen tue ich das jetzt nicht mehr. Also die Haltestelle wäre glaube ich auch hier hinten gerade. Vielleicht wo ich es noch um, wenn ich hier einfach die Dings ein paar Last habe. Also. Gehen wir weiterführen. Ja, ich sehe die Rams gesehen wieder ein bisschen aus. Da seht ihr ja das alles gesehen hier. Da ist einfach eine kleine Baustelle, die ich gemacht habe, um die Fassade sanieren. Und hier ist die Bahnhofshalle selber gebaut. Also man kann hier rein, seht ihr, es ist ganz leer einfach. Und ja, ich weiss, die Dächer sind eigentlich so. Aber jetzt habe ich sie so gebaut. Gefällt mir eigentlich auch so weit, aber ja, was soll man machen? Hey? Und die vorne, die vier Bäume, die sind glaube ich echt nicht da, habe ich gesehen. Die Strasse wäre eigentlich auch viel näher hier. Alles wäre eigentlich viel näher. Aber ich denke, das sieht das einfach so drahtlos aus, der Vorplatz. Da habe ich einfach hier noch ein paar Sitzmöglichkeiten bei mir gestellt. Und hier die Tramstation. Bahnhof. Okay, Hauptbahnhof. Und hier ist die Bushaltestelle, Bahnhof. Ja. Muss ich noch schön umbenennen. Bahnhof. Okay. Hauptbahnhof. Ja. Und zwar wird hier der Bus 46er. Verkehren. Der macht ja hier die Schleife hier. Die vom Staufacherplatz, glaube ich. Ne, Stampfenbachplatz ist ja da hinten. Also hier oben. Runter so. Fahrt hier durch. Oder Stampfenbachplatz, der Fahrt. Ja, hier muss ich noch eine Bushaltestelle hin tun. Habe ich gesehen, hier ist ja noch eine Bushaltestelle auf der 46er Linie. Dann fährt er hier so durch, ist dort die Endhaltestelle. Macht die Kehrt und fährt hier in den richtigen Stampfenbachplatz. Richtig. Und dann habe ich einfach hier so schön Ufer gemacht. Dann habe ich einfach noch Unterführungen, die werde ich auch wieder wechseln, weil hier habe ich den Untergrundbahnhof noch nicht hingebaut. Museumsstrasse. Ja. Ja, und hier einfach die Kreuzung hat auch ziemlich einen Nervenbruch gehabt, bis ich die Strasse so verlegt habe. Und hier muss ich eigentlich so zeigen. Würde die Strasse geradeaus gehen und dann in die Strasse hineingehen. Aber habe ich sie so müssen bauen, dann habe ich hier einfach mit dem Dampfbau-Mod ausdekoriert, Bürgersteig gemacht. Jetzt muss ich schon kurz husten. Die Parkplätze. Hier unten habe ich die Strasse hineingezogen, die zum Hauptbahnhof führt, dass der auch angeschlossen ist. Ja, und da vorne habt ihr ja auch noch gesehen, Silke. Jede Menge Fahrradständer wieder. Autoverkehr herrscht jetzt so weiter wie auch wieder. Mehr und mehr, weil wir wieder ein bisschen mehr und mehr Besuchermagnete verteilt haben. Ja, also, kann man da eigentlich das Hut wieder ausblenden.
Das haben wir ja gesehen, das Schweizerische Nationalmuseum. Weiter und ja. Da, das wollte ich noch zeigen. Da sind ja die Unterführung. Und der hier unten durchgeht. Das funktioniert. Ich habe einfach hier einfach so ein Ding gemacht. Das ist kein Tunnelportal sozusagen. Aber es funktioniert. Die Autos fahren unten durch. Und hier der Gob Bellevue ist das, glaube ich, wo hier ist die Mecke. Kann man gerade vielleicht schauen. Genau, das Auto fährt unten durch. Kommt auf der anderen Seite wieder raus. Schauen wir mal, ob wir ein Tram finden hier. Fahren von der. Ja, wie gesagt, ja. Der Limaplatz hat wieder ein anderes Gesicht, habe ich mich umbauen. Ja, Johnny, ja. Das gerade ein bisschen Luxe wäre. Habe ich hier umbauen, den Limaplatz. Wo warst du denn? Ah. Machst du eigentlich da genau? Immer. Du musst es 2. So, jetzt. Machen wir da wieder weiter. Steigen wir in das Tram hier. He? Und fahren wir jetzt einmal über den Bahnhofvorplatz mit dem Tram. Fahren wir mal richtig Bahnhof. Hauptbahnhof. Ah, Limaplatz. Nächste Haltestelle ist Museum für Gestaltung. Okay, die Linie funktioniert so langsam so weit. Ja. Fahren wir jetzt in den heutigen Bauabschnitt. Also der Bauabschnitt, der momentan war, Hauptbahnhof. Seht ihr schon rechts. Wow, schön ausdekoriert mit der
Markierungsmod von Manuel zockt. Der Verosite steht im Bahnhof. Und hier den Bahnhof hätte ich noch so weit fertig ausdekorieren, auch so mit Sims und so. Vorblatt hier. Ich denke, es ist ein richtig schönes Bild. He? Rührtram. Ja, steigen wir da aus. Ja, ich hoffe, euch hat das so gefallen, was ich hier so gebaut habe. Der Hauptbahnhof. Eben das Fehlen von ein paar Sims, die ich noch verteilen würde. Hier den Vorplatz noch ein bisschen ausdekorieren. Und dann ist der Hauptbahnhof soweit abgeschlossen. Es war einfach mal wichtig, dass der mal fertig ist. Und dann schauen wir noch mal, ob es hier noch einen Zug hat, der einfährt. Ja. Mal schauen. Die Girona steht auch jetzt drinnen. Mache ich einen kurzen Cut. Dann werden wir in Girona einsteigen. Fahren wir mal mit dem aus. Und dann mit einem anderen Zug ein. Mal schauen, wie es aussieht vom Lokführer aus. Und dann werden wir dann im Anschluss noch ein bisschen mehr bewegte Bilder umkommandiert haben. Hier vom Hauptbahnhof. Und also, so, haben wir hier im Restaurant Platz genommen. In Girona werden wir nach Italien fahren, richtig das hin. Hoffen wir mal, dass wir bald die Ausfahrt haben können. Ausfahrt bekommen. Ja, jetzt. Wir gehören zu. Ja. Fahren wir raus. Schauen wir mal, wie so Passagiersicht ist. Rechts Matero-Seite wieder rein, links S-Bahn. Ja, das sieht nicht mal so schlecht aus, hä?
Gleisvorfahrt ist höchstens 4 Stunden, 40 Stundenkilometer erlaubt. Und hier ab der Überwerfung können Sie den Beschleunigen auf 80. Und hier wie gesagt, da fehlen noch viele Signale. Da kann man langsam beschleunigen. Ja. Also wir werden jetzt hier geradeaus in den Tunnel fahren. Und links die Strecke geht ja Richtung Wallishofen. Und wir umfahren Wallishofen. Ja, und gerade raus in den Tunnel. So, voilà. Kann ich den beschleunigen. Auf 160. Dann schaue ich, dass ich jetzt noch einen anderen Zug finde, dass wir in den Bahnhof einfahren können. Und dann werden wir nachher die perfekten Bilder haben und kommentieren zum Abschluss. Dann hoffe ich, euch hat das gefallen soweit. Wenn ihr noch irgendwie eine Anregung habt, dass ich noch das und das nehmen kann zum Ausbau, dekorieren und ja. Schreibt einfach Kommentare, ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn es auch ein Tipp ist oder ein Mod-Vorschlag, so würde ich sicher anschauen. Und dann, wenn es mir gefällt, würde ich es dann einbauen. Und so, ja. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen, ganz kostenlos. Und würde mich auch sehr freuen darüber. Hoffe ich, man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Die Fahrt in Hauptbahnhof werden wir jetzt auch noch kommentiert haben. Und dann gibt es, wie gesagt, anschliessend noch bewegte Bilder mit Musik. Und wünsche euch viel Spass, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald.